Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Planet Base. Also noch leben wir. Noch leben wir. Ich glaube, unsere Nahrungsmittelproduktion, die geht irgendwie langsam in den Keller. Wir könnten schon ein zweites Nahrungslabor. Nee, nicht eine Kantine. Was war das hier nochmal? Ein Biodom. Wir brauchen eigentlich ein zweites Biodom. Oder einen Biodom. Was hier hinten noch hin? Passt hier noch ran irgendwo? Hier ist jetzt Platz. Ja, hier ist Platz. Guck mal. Biodom. Zack. Da wird jetzt einfach mal ein Biodom noch angebaut. Und den können wir dann noch vollknallen mit Gemüse und so, wa? Wir brauchen mehr Gemüseproduktion. So, okay, unser Lager funktioniert. Die sind jetzt alle total fleißig. Dann können wir vielleicht auch wieder das Kolonieschiff aktivieren. Aber wir haben auch Platz hier, um noch mehr Betten zu bauen. So, hier vielleicht. Noch zwei Betten hinbauen. Und Wasserspender, brauchen wir sowas da noch? So, jetzt macht mir mal den Biodom fertig. Oh, hier hinten passiert ja nichts, warum nicht? Wir werden mal hier die Arbeit an dem Ding priorisieren, wenn es geht. Geht aber nicht. Oh, die brauchen Metall. Eieieiei. Der Händler. Hast du Metall dabei? Nein, er hat kein Metall. Aber Lebensmittel. Ich hab nicht mehr. Ich kann nicht mehr handeln. Mist. Kann nicht machen. Ich hab nichts zu verkaufen. Tschüss. Kannst wieder abbauen. So. Jetzt können die ja nicht weiterbauen, weil wir Metallmangel haben, wa? Hm. Können wir da irgendwas beschleunigen bei der Mine? Nö. Tja. Können wir jetzt höchstens auf 4 gehen und warten, wa? Mehr können wir nicht machen. Und dann so ganz, ganz langsam wird dann so peu à peu Metall produziert. Naja, ich weiß. Weil ich würde schon ganz gerne hier die Arbeit an dem Ding priorisieren. Geht aber nicht. Warum nicht? Warum kann ich das nicht priorisieren? Um eine Struktur zu bearbeiten, muss diese funktionsfähig sein. Jetzt Biodom. Ja! Energiespeicher kritisch. Warum, Leute? Reicht unsere Energie nicht mehr? Habt ihr den Durchgang schon gebaut hier? Macht den Durchgang fertig. Na, mal gucken. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob wir da noch die Kurve kriegen. Energiespeicher wird sich ja jetzt wieder füllen, denke ich mal, oder? Ja. Aber ist schon wieder knapp mit der Energie. Ach, ich könnte die hier, wenn die fertig ist, kann ich die Arbeit priorisieren. Dann mache ich das mal so. So, zurück auf die... So, jetzt haben wir eine hohe Priorität bei der Nahrungsmittelproduktion. Und eine hohe Priorität bei der Mine. Okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt wird die Mine ein bisschen mehr arbeiten. Wir haben kein Essen mehr, ich weiß. Aber gleich geht's los hier. Hier braucht man nur noch Sauerstoff. Zack, und jetzt können wir fleißig mit mal Heilpflanzen machen. Was gibt's hier noch? Eiche. Ist ja cool. Verbraucht Sauerstoff.
Genzwiebel DNS. So Rettich können wir noch machen. Dann machen wir noch Mais. Und dann machen wir noch Salat. Salat. So, jetzt durften wir eigentlich gleich. Dürfte dann die Probleme mit den Nahrungsmitteln dürfte dann erstmal erledigt sein. Ja? Sandsturm steht kurz bevor. Ach, lass mich doch in Ruhe mit eurem Sandsturm. Hier sind wir immer noch nicht fertig. Fabrik. Sind die wieder langsamer geworden wegen dem Sandsturm? Dann würde ich tatsächlich sogar noch hier hinten. Was müssen wir denn da bauen? Noch einen Energiespeicher vielleicht? Oder noch ein Windrad oder noch eine Solarzelle? Ersatzteile sind erschöpft. Ja, dafür muss die Fabrik fertig werden. Wenn wir Ersatzteile haben wollen, dann muss die Fabrik fertig werden. Müssen wir warten. Oder jetzt kommt noch mal ein Händler mit Ersatzteilen. Oh, die kämpfen da draußen ums Überleben hier. Ey, ja, guck mal. Auf dem Weg zur Mine. Gut, dem können wir jetzt in dem Sinne auch nicht weiterhelfen. Er hat wahrscheinlich da Metall hingebracht. Ja, das macht wirklich Spaß. Also es ist wirklich unglaublich. Ich hätte das ja nicht gedacht, das ist ja immer ein Risiko, ein Spiel zu kaufen. Das ist wirklich genau nach meinem Geschmack. Ich weiß bloß nicht, wie lange wir hier noch überleben. So, also Betten haben wir ohne Ende. Krankenbetten sind jetzt ja nicht so belegt. Heilpflanzen haben wir ja schon vorsichtshalber hier gemacht, wa? Genau, Heilpflanzen. Können wir auch bald ein Labor bauen, aber wir brauchen... Ressourcen erschöpft, Ersatzteile. Ja, vielleicht kommt noch ein Händler. Weil Ersatzteile kann ich jetzt überhaupt gar nicht herstellen. Solange die Fabrik nicht. Ist hier was drin in dem Wasserding? Naja. Solange die Fabrik nicht fertiggestellt wird. Fehlt immer noch einmal Metall. Okay, dann werden wir hier die Priorität auch mal hochsetzen. Und wir werden jetzt noch Biologen bestellen. Warte mal. Oh, da kommt ein Händler. Da kommt ein Händler. Hast du Ersatzteile? Einmal Ersatzteile hast du. Naja, besser als ja nichts. Nahrungsmittel. Ich hab ja gar nichts. Ich hab ein bisschen Erz, könnte ich ihm anbieten. Für einmal Ersatzteile. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Hier hinten ist es nämlich die Aufbereitungsanlage. Da müssen wir auch die Priorität hochsetzen, damit da schneller Erz hergestellt wird. Jetzt verstehe ich das erstmal. So, du kannst wieder abhauen. Und wir werden jetzt mal diese Flugerlaubnis wieder machen. Und zwar wollen wir wollen hauptsächlich Biologen. Wir wollen Biologen hauptsächlich. Eine Wache brauchen wir im Moment eine Wache eher nicht, wa, oder? So machen wir das. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass Biologen kommen, sehr hoch ist. Weil wir haben wahrscheinlich ja nicht genug Biologen, um das zu handeln da mit unseren ganzen Nahrungsmitteln. Alter, mach doch mal. Achso. Mach doch mal bitte hier die Fabrik fertig, Leute. Ich hätte gerne noch einen Überblick über meine Bevölkerung. Warte mal, kriegen wir den hier? 15 Kolonisten, 2 Bots. Windrichtung, Windstärke. Spielmenü, Schnellspeichern, Dächer anzeigen. Basisverwaltung, Tabellen, Statistiken. Ah, hier. 15 Kolonisten. Wir haben 5 Biologen, 3 Ingenieure, 1 Sanitäter und 6 Arbeiter. Wisst ihr, da machen wir das mal ganz anders hier mit dem
Mit der Landeerlaubnis. Wir machen mal noch mehr Ingenieure und mehr Arbeiter. Okay, weiter jetzt. Bin mal gespannt, wann die Fabrik fertig gebaut wird. Ich hoffe mal, dass wir jetzt lebensmittelmäßig jetzt einigermaßen. Aber die haben ja echt Langeweile. Was habt ihr überhaupt? Habt ihr irgendeine Krankheit? Ihr habt schlechte Laune, wa? Ja, ich kann aber erst... Ah, jetzt. Endlich. Endlich. Ja, na endlich. Müssen wir nur noch warten, bis der Sauerstoff hier drin ist. Reicht der Sauerstoff nicht? Doch, gerade so. So, und jetzt können wir nämlich hier, pass auf hier, Ersatzteilwerkstatt, zack. Mikrochip, das brauche ich erstmal nicht, oder? Brauche ich sowas? Halbleiter? Weiß ich nicht. Nö, wir lassen erstmal, machen erstmal nur eine Ersatzteilwerkstatt. Was soll denn hier hinten noch ein Sauerstoffteil, war? Genau. So. Gut, okay. Nahrung kommt jetzt so langsam wieder. Okay, jetzt hat er den Ersatzteilgenerator. Tipp Herstellungsgrenzen. Im Produktionslimitfenster kannst du Höchstgrenzen für die verschiedenen produzierbaren Güter festlegen. Aha. Wenn du das Limit für ein Gut erstellst, wo im Produktionslimitfenster, wo ist das? Na gut. Die meisten Güter werden aus Bioplastik und Metall. Produktionslimitfenster in der Basisverwaltung, ja? Herstellungsgrenzen. Ach, das ist ja cool. Ah, okay. Kann ich sagen, höchstens 100. Naja, pro. Dann kann ich hier auch nochmal extra ein Produktionslimit festlegen. Direkt nicht, wa? Okay, jetzt geht's so langsam los mit... Unsere Essensvorräte sind immer noch gering. Kann ja wohl nicht sein. Und außerdem haben die alle schlechte Laune. Warum habt ihr eigentlich schlechte Laune? Die wollen sich amüsieren. Wir müssen jetzt irgendwas bauen, wo die sich amüsieren können. Okay. Hier war Multidom. Das war da sowas. Da könntet ihr euch doch. Habt ihr einen Spaß dran? Ich glaub keiner. Kann sich ja keiner vorstellen, wie ihr euch im Multidom amüsiert, wa? Diese Möglichkeit, die werden wir euch auch geben. Dazu muss ich bloß einen Platz finden. Hier hinten kann ich ja nicht mehr hinmachen, wa? Irgendwie. An die Dinger will er nicht gerne angeschlossen werden. Hier vielleicht irgendwo? Hier noch. Ah! Ist das ein Händler? Hey, ein Händler. Was hast denn du? Arzneimittel und. Brauche ich nicht, Alter. Ich brauch sowas nicht. Du kannst wieder wegfliegen. Ist mir erstmal ja, hau ab. Flieg weg. Wir machen hier erstmal ein Amüsierding für die Leute. Hier will er nicht angeschlossen werden. Okay, da hinten sieht es ganz gut aus. So, jetzt würde ich mal sagen, wir warten jetzt einfach. Wir warten. Die Ersatzteilproduktion nochmal priorisieren. Okay. Wir haben zwei Kranke, das ist ja unglaublich. Brauche ich ja. Oh nee, ich brauche noch ein Labor. Könnte auch noch ein Krankenbett hier brauchen. Ja, wenn hier schon zwei krank sind. Das ist wirklich sehr schön gemacht hier. Schöne Einhandbedienung mit einer Hand nur. Finde ich sehr gut.
Lager füllt sich ja immer mehr, aber nicht mit den Sachen, die wir brauchen. Arzneimittel sind erschöpft. Oh nee, ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, jetzt kommen wir wahrscheinlich schon langsam dem Ende zu. Wir werden aber mal Labor, wo werden Arzneimittel hergestellt. Wir werden mal gucken, dass wir hier irgendwo noch das Labor hinbekommen. Halt, wird nicht springen. Egal. Wir warten. Was an können wir jetzt nicht machen. So, also nahrungsmittelmäßig habe ich den Eindruck, geht es jetzt ein bisschen aufwärts. Erz haben wir auch genug, aber wir haben nicht genug. Ist doch Erz hier, wa? Wir haben aber nicht genug Metall. Vielleicht müssen wir hier noch so einen Metallextraktor reinstellen. Weiß ich nicht, aber könnte schon sein, dass das funktioniert. Könnt ihr natürlich die jetzt wieder recyceln und könnte sagen, nee, wir bauen erstmal ein Labor, bevor ihr euch amüsiert. Müsste ja dann hoffentlich hier hinpassen. Dann bauen wir erstmal ein Labor. Das ist, glaube ich, fast noch sicherer als wichtiger als amüsieren. Energiespeicher ist kritisch. Die müssen repariert werden, ja? Achso, wir haben ja keine Ersatzteile, das ist das Problem. Dann nehmen wir mal die Priorität vom Biodom wieder runter. Die Priorität von der Mine wieder runter, weil wir haben genug Erz. So, ich hoffe mal, das ist ein Händler. Ja. Medizin. Alter, ist teuer. Und nö, 72? Einmal Medizin. Besser als ja nicht, wa? Nicht, dass wir noch irgendwie Schwierigkeiten kriegen. Der Metallprozessor wurde gebaut, das ist sehr schön. Dann wird sich jetzt die Erzproduktion noch ein bisschen steigern. Was bringt ihr denn an den Handelsschiff? So viel habe ich doch ja nicht in das Handelsschiff. So viel habe ich doch ja nicht hier gehandelt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, hier ist unsere Medizin. Cool. So Leute, wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Okay, Leute, die Folge ist wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Ich finde das Spiel richtig geil nach wie vor. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen hoch da oder einen Daumen runter. Beides hilft mir voranzukommen. Hier bei YouTube. Dankeschön. Tschüssi.